AJ Styles steht kurz vor seinem WWE-Debüt für Raw und SmackDown. In der nächsten Woche ist AJ Styles backstage anwesend. Das bedeutet, dass er entweder beim Rumble oder bei der Raw danach debütieren wird. Der ehemalige TNA-Star Austin Aries wurde vor einiger Zeit bei NXT Backstage gesehen. Hier gingen die Gerüchte um einen möglichen Vertrag mit WWE los. Gerüchte besagen, dass sich Aries von WWE-Ärzten checken ließ und bereits in Verhandlungen mit WWE steht. Die nächsten NXT-Tapings sind bald. Es wäre also möglich, dass der 37-Jährige dort debütiert. Nach diversen Gerüchten um die Konstellationen mit Lesnar und der Wyatt Family bei WrestleMania kristallisiert sich ein klares Match heraus. Spekulationen zufolge wird Brock Lesnar bei WrestleMania 32 gegen Braun Strowman antreten. Falls das Match Bray Wyatt gegen Brock Lesnar jedoch doch noch geplant werden soll, so könnte dies trotzdem bei WrestleMania stattfinden. Lesnar gegen Strowman würde dann auf Fastlane vorverlegt werden. Das Video im Hintergrund zeigt, wie der Undertaker für WrestleMania 32 trainiert. Was noch nicht feststeht, ist jedoch der Gegner für den Taker bei WrestleMania 32. WWE-Offizielle sehen zurzeit zwei Namen, die als Gegner für den Undertaker fungieren könnten. Diese sind Alberto Del Rio und Kevin Owens. Wer von den beiden das Match gegen den Taker bekommt, wird vielleicht schon beim Royal Rumble ersichtlich werden. Sin Cara hat sich bei der letzten Raw-Episode im Jahr 2015 eine Schulterverletzung zugezogen. Der Mexikaner wird noch bis Februar 2016 ausfallen. Ob er dann wieder ein Tag-Team mit Kalisto startet oder sogar eine Fehde mit ihm beginnt, bleibt abzuwarten. Nach dem Senderwechsel von SmackDown auf das USA Network wird SmackDown natürlich mehr Relevanz gegeben. Wie jetzt bekannt wurde, wird Brock Lesnar bei einigen SmackDown-Episoden der nächsten Zeit auftreten. Cesaro ist zurzeit verletzt, aber wird trotzdem bei der WWE Live Tour in Deutschland im nächsten Monat auftreten. Dass der Schweizer ein Match bestreitet, ist sehr unwahrscheinlich, aber man wird ihn wahrscheinlich bei Pressearbeit und Segmenten einsetzen.